Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Drittligaspiel zwischen Viktoria Köln und 1. FC Magdeburg. Herzlich willkommen, Herr Dietz. Herzlich willkommen, unser Cheftrainer Olaf Janssen. Natürlich hat der Gast aus Magdeburg das erste Wort. Bitte schön. Ja, zunächst mal Olaf, nochmal Glückwunsch an euch für den Heimsieg. Danke. Ich habe das im Vorfeld gesagt, dass mir bewusst war, dass wir hier auch eine Mannschaft treffen, die erstarkt ist, die versucht Fußball zu spielen, die uns heute alles abverlangen wird. Allerdings ist das Spiel heute so ein bisschen maximal unglücklich für uns gelaufen. Wir machen dann den Fehler mit Tobi Müller und das ist eine berechtigte rote Karte. Das Kuriosum daraus ist aber, kurz danach laufen wir aufs Tor zu und hatten selbst die Möglichkeit, eigentlich in Führung zu gehen. Dann hatten wir uns schwer getan mit einem Mann Unterzahl, wollten eigentlich ganz anders spielen, weil wir gesagt haben, wir sind auf der vordersten Linie ein weniger, das haben wir nicht hinbekommen. Dann hat auch wirklich Viktoria Köln Druck gemacht. Wir kommen dann in der Phase, wo Alexander Pietrus auch noch draußen ist, ein Tor, aber das Tor, auch wenn wir da mit zwei Mann Unterzahl waren, waren wir in Überzahl, auch wenn es Handel gut reinköpft, aber dann mussten wir da in der Situation wegverteidigen, da haben wir uns einfach nicht reingesetzt. Gehen dann mit Einzelrückstand in die Halbzeit rein, kommen raus, haben ein Stück nochmal umgestellt. Und zweite Halbzeit war einfach ein Spiel, wo wir es verpasst haben, für uns den Ausgleich zu erzielen. Und deswegen gehen wir heute als Verlierer vom Platz. Trotzdem nochmal wirklich Glückwunsch und alles Gute weiterhin. Ja, vielen Dank, Herr Dietz. Olaf, danke sehr für heute. Ja, vielen Dank, Christian. Ich habe dem eigentlich gar nicht so viel hinzuzufügen. Ich glaube, jeder, der heute im Stadion war, hat gesehen, welche herausragende Mannschaft Magdeburg ist. In Unterzahl habe ich das Gefühl gehabt, die sind um ihr Leben gelaufen, vorne angelaufen wie die Verrückten, keinen Ball aufgegeben, keine Situation aufgegeben. Und von daher, ja, glaube ich schon, kann man sagen, dass die rote Karte, die wir, ne, durch ein gutes Pressing ziehen, das war unser Ziel, dass wir immer wieder auch den Spielaufbau von Magdeburg stressen, obwohl er extrem schwer zu verteidigen ist. Ich finde, das haben meine Jungs leidenschaftlich gemacht. Ja, ich sag mal, das, was sich in den letzten 2, 3 Wochen wirklich brutal verändert hat, ist einfach diese Gier in unserem Spiel, wirklich bereit zu sein, 100% zu geben, sich dann auch nochmal in jeden Ball reinzuschmeißen und Lust darauf zu haben. Und ich finde, das haben die Jungs jetzt aber mal nach Dortmund letzte Woche jetzt wieder gemacht, wirklich mit allem, was sie hatten, dann auch den Vorsprung zu verteidigen. Ja, klar, muss ich sagen, wenn ich denke, ich habe halt gerne den Ball und ich glaube, dass wir viele Möglichkeiten gehabt hätten, besser in Ballbesitz zu spielen, dann stimmt das. Das war sicherlich nicht gut von uns, aber am Ende des Tages ist das immer, sagen wir, dass an zweiter Stelle kommt, an erster Stelle kommt einfach, dass eine Mannschaft einfach gierig ist, ein Spiel zu gewinnen mit allem, was sie hat und dann kommt das andere dazu. Wir sind da in der Entwicklung, wir haben eine schwierige Phase. Gerade mit unseren Verletzten, viele Spieler, die noch nicht bei 100% sind. Aber wenn die Mannschaft diese Haltung bewahrt, glaube ich, dass wir noch einen guten Weg nehmen werden in den nächsten Wochen und Monaten. Ja, Christian, dir kann ich das Kompliment nur zurückgeben. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wenn diese Mannschaft so weitermacht, und da sehe ich keinen Grund, warum sie das nicht machen sollte, dass sie in der nächsten im nächsten Jahr in einer anderen Liga spielt. Das wünsche ich euch auf jeden Fall. Vielen Dank. Ja, Olaf, vielen Dank. Und jetzt die Kollegin, wenn es Fragen gibt, Feuer frei. Ja, Kevin Gehring von der Magdeburger Volksstimme. Herr Tietz, nach der frühen roten Karte, welche taktischen Überlegungen sind Ihnen da durch den Kopf gegangen und warum haben Sie sich dann für Corbinian Borger entschieden? Ja, das war ganz einfach. Wir haben das immer schon im Vorhinein vorbereitet, was wir dann machen, dass wir dann auf 1, 3, 4, 2 umstellen. Und dann wollten wir einfach mit Corby einen Kopfballstang schnell in den Verteidiger auch mit hinten reinnehmen und dann auch noch einen Linksfuß auf die Seite. Wie haben Sie seine Leistung gesehen? Gut. Es ist immer normal, wenn du zu einem Spiel ankommst, dass du erstmal ein paar Minuten brauchst, um dich zu akklimatisieren. Aber gerade dann auch mit Verlauf des Spiels war immer besser in den Zweikämpfen drin. Und zweiter hat man auch gesehen, dass er auch wirklich gut mit aufgebaut hat und diesen Mut hatte, auch hoch zu verteidigen. Noch eine Wechselfrage. Sie haben Lukas Schuler schon frühzeitig rausgenommen und Kai Römer gebracht. Was war da die Überlegung? Dass wir, weil wir dann in der Phase der Unterzahl, das hat uns ja nicht gepasst, weil wir eigentlich den Spieler vor hinten so gestaffelt waren, wie wir es lösen gekonnt hätten, aber uns dann oft für den langen Schlag entschieden haben. Und den hatten wir mit Lukas einen Spieler, der nicht so festgemacht hat. Mit Kai wussten wir, wir bringen einen Spieler rein, der kann Bälle festmachen und dann bekommen wir ein bisschen Zeit und können nachrücken. Danke.
Weitere Fragen bitte? Sven Hornig von der Bild Sachsen-Anhalt. Herr Tietz, Sie mussten Alexander Bittrop rausnehmen und auch Rafa Obermeier, beides durch Verletzungen wahrscheinlich. Wie geht es beiden? Erstmal die erste Frage. Ich kann es bei Alexander Bittrop noch gar nicht beantworten. Der kam dann und hatte leider nicht mehr mit der Atemverletzung, mit der Risswunde weiterspielen können. Bei Raphael war es einfach, wir hätten nur noch ein Wechselfenster zur Halbzeit gehabt. Der war da in der Kabine und hat ein Ziehen schon hinten gehabt und hat gesagt, 5 Minuten können das probieren. Und da musst du natürlich überlegen, wenn du ihn noch reinstellst und wechselst, dann hast du nichts mehr zum Wechseln, weil wir vorher schon die Wechselfenster geschlossen hätten. So war klar, dass wir in der Halbzeit noch umstellen. Aber ich denke, dass wir bei Rafa das mit ein paar Tagen, dass wir es dann in den Griff bekommen. Verziehen in der Wade, oder? Nee, im Oberschenkel. Im Oberschenkel. Frage zu Alexander Bittrop. Muss man rückblickend sagen, dass das Risiko vielleicht zu groß war, ihn jetzt schon einzusetzen? Oder ist das einfach, weil es halt in der Situation passiert ist? Ich glaube, dass der draußen halt einen Sprint und einen Zweikampf hatte. Und wenn man dann aufeinanderprallt, dann kann es halt passieren, dass er wieder Probleme bekommt. Das ist jetzt natürlich heute mit 2 Innenverteidigern und einem Außenverteidiger so passiert. Das kann man nicht immer voraussehen. Wie gesagt, heute kam maximal so gefühlt alles zusammen. Noch eine Frage zu der Situation von Tobi Müller, die rote Karte. Er macht den Fehler, dann kann es am Ende sein, dass es 0-1 steht nach 3 Minuten, aber man hat ja noch 87 Minuten. Dieser Zupfer, hätte der noch sein gemusst, zumal ja Dominik Reimann direkt vor ihm steht? Also ich bin da weit von dem Spiel einen Vorwurf zu machen, weil ich weiß, du triffst den Bruchteil von einer Sekundenentscheidung. Ich hätte mir, wie er dann hinterhergelaufen ist, gesagt, jetzt halt ihn bloß nicht, weil wir haben auch noch den Torwart da stehen. Wenn es ein Tor geworden wäre, besser so passiert, aber irgendwie gleich, aber wir können es nicht mehr ändern. Das war weiß er selbst, das war in dem Moment eine falsche Entscheidung, aber es ist passiert und es kommt im Fußball vor. Danke. Gibt es noch Fragen? Dann bedanken wir uns bei 3711 Zuschauern und wünschen unseren Gästen aus Magdeburg natürlich eine sehr gute Heimreise. Ich glaube, ihr fahrt heute noch mit dem Bus? Ja. Na, alles Gute und bleiben Sie gesund. Danke. Tschüss.